YouTube. Hallo Freunde, ihr habt es wieder geschafft, ihr seid hier bei Let's Draw. Wir sind hier, ihr in seht es. Wir mussten umziehen. Nein. Nein, wir sind gerade in Mallorca und dachten uns, sehen wir eine frische Folge in unserem Hotel. Ja, denn unser Nachbar hat uns rausgeekelt. Da sind wir. Wir drehen jetzt aber leise! Ja, liebe Freunde, ich würde mal sagen, willkommen zu WGW! Man sieht leider den Pool nicht. Warte mal, ich schwenk mal einmal hoch hier. Das muss ja sein hier. So, ja. Wir haben ein kleines Upgrade heute. Wir haben schon gesagt, der Verlierer aller Quiz-Fragen und Schocktherapie. Ihr wisst es. Der muss in den Pool springen, hört sich jetzt nicht schlimm Schaut an. Schaut euch einmal an, liebe Freunde, es hier. Es ist aber wirklich sehr kalt. Es ist auch windig und kalt. Oh, so sieht das aus hier. Da springt gleich einer rein hier. Ey, ist die Tür offen? Die Tür offen, ja. Was? War die offen? Was? LOL! Ich hab euch von Vollweiten gehört. Hey! Echt jetzt? So, ja. Mach mal zu, ja, also, ah! Diese Jungs! Freunde, wir haben... Kommen wir erstmal zu WGDW. Fangen wir an mit... Jetzt reicht's mir! Ach so. Oh mein Gott, Alter. Ah, ich hab auch seine Kopfschmerzen. Ah, ich hab seine Krampf im Fisch. Was ging die Woche? Hier steht auf der Liste. Egal, ich kuschel heute Nacht mit dem Mäuschen. Pieps, pieps. Null witzig, Alter. So, hier steht drauf, Malle-Ausschnitt. Ich glaube, wir haben aber die Folge geplant, weil wir die eigentlich in Deutschland drehen ja, wollten. Ja, also aber dann haben wir halt gedacht, kein Bock haben. drehen wir die hier. Aber dann, wir zeigen euch trotzdem ja, mal einen Ausschnitt von Malle. Ja, ja hier bitte. Als nächstes steht auf der Liste großer Bruder und liebe Freunde, das ist etwas, was mir persönlich an mein kaltes Monsterherz gegangen ist. Und zwar war ich an so einer Eisdiele, da ging ich so lang, ne? Und dann war da ein kleiner Junge. Cengiz, bist du's? Und so klein war der gar nicht. Hey Cengiz, kann ich Foto machen? Bla bla. Und dann habe ich mich so mit dem so verquatscht. Und dann sagt er so, yo, von allen YouTubern, für mich bist du wie so ein großer Bruder. Oh. Und dann habe ich so gedacht, Junge, danke schön. Und ich habe mir gedacht, ich bin ab sofort von allen Leuten der große Bruder. Auch von dir. Ich bin von dir und von dir. Ist aber eine gute Idee, der große Django, Bruder. Kann man machen, wenn ihr, oder? Wenn ihr Stress in der Schule habt, macht ihr so, Brudi, kommst du vorbei und dann komm ich mal. Wer hab ich's ausgegeben? Was willst du? Und weiter geht's direkt, Freunde. Wir haben am Samstag, also gestern, das legendäre neue Format mit dem Titel 2G1B. Hier nochmal das Jingle. Hier jetzt läuft's gerade. 2G1B. Two guys, one band. Nein, wir hoffen erstmal, weil wir müssen das ja jetzt hier hochladen und das Internet hier ist wirklich sehr, sehr schlecht. Ja, und ich glaube, wir kriegen Probleme damit. Ich hoffe aber ich und hoffe, die Welt auch natürlich, dass das gestern online kam. Ja, Freunde. Oder so ein wie. Ja, ich glaube, hier wurde gerade wieder was gepiept. Machen wir weiter. Oh mein Gott. Das war's mit Was ging die Woche? Was hat man da draußen getan? Was ging die Woche? Hä? Hört ihr das? Hä? Was ist das? Ja, was ist das? Das ist online. Das ist nicht online. Oh, Cengiz hat Vorteil, richtig viel. Eigene Dummheit, würde ich sagen. Your own dumbness. Gleich kommt natürlich wieder das Quiz und stand in den Kommentaren erstmal, dass ihr natürlich dieser Gerätschaft Props gegeben habt. Das hat uns natürlich Dankeschön. Sehr gefreut. Sogar German Let's Play hat geschrieben. Das finde ich echt krass. Tja, so ist das geil. So ist das geil. Leute, habt ihr schon mein neues Longboard gesehen? Oh, kommen
wir zum legendären Quiz. Wir müssen erstmal hier ein Bouton machen. Ich schocke diesmal, ohne die Antwort vorher zu sagen, den, der falsch gemacht hat. Gib dafür doch einen Daumen hoch. Bevor ihr irgendwas gesehen habt. Also stopp. Bitte. Ich flehe euch an. Retweet. Wie viel wiegen 100 Kilo auf dem Mond? Shit. Oh. Das ist, okay, ich habe aber eine Antwort. Nee, warte, ich muss kurz überlegen, weil ich muss in mich gehen. Hab eine Antwort. 30 Kilo. Wer gewonnen ich hat. Ich hab noch nie einen Schock bekommen, ne? Boah, ich hab ein bisschen Schiss gehabt. Also. Jetzt kommt hier so eine dramatische Mucke. Man kann ja sehen, wo ich... Oh nein, ich bin's, oh, ich bin's. Nee, ich bin's. Ich dachte gerade so, die Antwort ist 16,6. Scheiße, oh, knappe Sache. Sauknapp. Und kommen wir endlich zu Runde 1. Der User mit dem freundlichen Namen Little Kippi Max, er sagt euch. Unter anderem auch André Schieblage. Scheint ein neuer Trend zu sein. Er schreibt Basic, Doppelpunkt, das hatten wir letzte Folge auch. Jeder sieht. Unter anderem bald im Crime Shop verfügbar. Jeder sieht es everyday, Doppelpunkt. Den Kellogg's Cornflakes Hahn malt ihn exakt. Hey, ich esse nie Cornflakes. Cornelius, ne? Ich esse nie Cornflakes. Oh, euer Nachteil für André hier. 3, 2, 1. Oh. Jetzt, zeig mal, wie der ausschaut. Genau, wir sehen das Original jetzt schon, bevor es aufgedeckt wird. Hier seht ihr den Haar. Meine Damen und Herren. Komm. Okay, wie immer. Ist der King hier, der King of Comedy, zuversichtlich. Oh, ist stark. Und sogar den Namen hier, Cornelius. Es ist stark, auf jeden Fall. Aber er hat auch, habe ich zwar auch nicht, aber diesen, was ist das? Diese Eier da? Lucke, nennt man das nicht so? Lucke. Diese Eiersäcke, die da halt hängen. Ja, ist klar. Ganz ja, okay, klar. Zeig. Ja, ich brauch meins nicht sagen. Ja, zeig, hey. Ja. Mann, das ist das Überweckeste. Ich hab... Stopp, ich habe die roten Haare. Das ist kein Zufall wegen Stift. Ich wusste, dass die rot sind. Und das Auge habe ich auch. Egal, ihr wisst es, in den kreativen Runden bin ich immer ganz vorne mit dabei. Ja, genau. Was? Immer mehr was als du. Immer mehr. Es wird Zeit für Runde 2. Runde 2, liebe Freunde. Ich weiß nicht, ob das jetzt so durchgeschienen ist, aber Cengiz führt 1-0 mit diesen Quizfragen etc. Und der Verlierer muss ja, wie gesagt, in den Pool jumpen. Das heißt, hier geht's mal wieder. Hier geht's um viel. Die Frage lautet, wie viel Prozent der Iren haben rote Haare? Oh, das ist ja fies, ey, Iren. Waka, ich verwette diesen Stift darauf. Das ist eine niedrigere Zahl, als man denkt. 93%. Lava. Freunde, die Bombe ist entsichert. Die richtige Antwort. Alter, die richtige Antwort lautet 4%. Echt? Ich hab's gewusst. Er hat den Stift drauf verwendet. Ja, was, du hast es gewusst. Ja, hab ich ja. Du kannst ja nicht sagen, auf 94 und dann weniger als man denkt, wären es 4%. Der User mit dem Namen Felix Weißbach schreibt euch. Hä, wer hieß nochmal Weißbach? Wer? Da ist ja dein Zimmer. Es passt sehr gut, deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Cengiz ist der beste große Bruder der Welt, malt die 4 Schritte seiner großen Bruder-Qualitäten. Sehr gut! Sehr genial, das Comment! Überlegen! Habt ihr hier was? 3, 2, 3. Let's go! Hä? Was? Die haben gerade irgendwas gesagt. Haben sie ein Problem? Ich habe auf diesen Tisch gemalt, das geht nicht ab. Das ist ein ernsthaftes Problem. Ja. Es ist richtig dunkel hier, ne? Ja, voll da. Ich als
Upgrade Brother. Er muss natürlich zusehen, dass als Punkt Nummer 1 ich die Schläger fernhalte von meinem kleinen Brüderchen oder meiner kleinen Schwester. Okay. Dann Nummer 2 muss ich natürlich Klamotten kaufen. Also der hat gesagt, ja, Hauer, dieser Kerl. Dann Nummer 3. Ich zock mit denen. Nummer 4, das Wichtigste, ein Eis kaufen. Ah, ja, sehr gut. Sehr basic, aber meins ist aber auch diesmal krass. Nummer 1 ist, wenn man halt Probleme in der Schule hat, hier ist halt so ein kleiner Junge, der, sagen wir, der hänselt euch, macht Cengiz dem erstmal Angst, steht so hinter solchen Ecken von Gebäuden und so, guckt so böse rüber. Okay. Wenn das nicht reicht, kommt Nummer 2, der verpasst ihn halt so einen Punch. Dann haben wir hier Nummer 3, ganz wichtig, er muss halt natürlich rumfahren in so einer überfetten Karre. Ah. Und wenn ihr ein Mädchen seid, ihr seid verliebt in irgendwen und der, ja, ihr kennt ja Jungs, die stellen sich manchmal ein bisschen blöd an. Cengiz hilft danach. Er geht zu eurem Traummann hin, hält ihm einfach die Gun an den Kopf und sagt, yo, du bist jetzt nett zu meiner Schwester. Oh. Und dann schenkt, dann kriegt ihr so Rosengeschenk. Liebe Freunde, was würdet ihr euch von mir wünschen? Schreibt's in die Kommis. Als euer großer Brother. Freunde, yes, Schande, also wirklich. Wir haben was vergessen in Deutschland. Liebe Freunde, wir haben nämlich das Spiel Wo ist Walter? In Deutschland vergessen. Ich muss kurz was sagen. Freunde, dieses Spiel, was wir in Deutschland gemacht hätten, das wäre so innovativ gewesen. Echt jetzt? Ehrlich, das ist richtig gut, aber das seht ihr nächste Woche. Versprochen. Versprochen, wir machen es diesmal anders. Du hast nämlich, als wir da drehen wollten, hast du so geschwemmt, oh, das ist so krass. So krass, Alter. Also, Freunde. Ja, da ist Walter doch. Hä? Da ist das kleine Mädchen da. Hey! Hallo? Hallo? Wieso sagt sie uns nicht Hallo? Walter, bist du's? Dafür kommt jetzt eine Special-Runde. Wir haben gedacht, Jan trägt die Frage vor und wir holen quasi einen Telefonjoker rein, rufen die Rezeption an, die sagt jetzt, die verstehen weder richtig Englisch noch Deutsch, glaube ich. Und wir probieren mal. Ja, los geht's einfach. Yes. Ja, los. Ja, ja. Na ja. Wie schnell kann ein weißer Hai schwimmen in km/h? Okay. Oh. Haben die ja auch km/h? Ja, ne? Du. Nee, ach du. Hallo? Ich wollte fragen, wenn ich hier schwimmen will, sind hier Haie unterwegs? Haie, Sharks. Wie schnell sind die denn? Hello? Versteht das? If we want to go swim in the beach, yeah. Are sharks here in the water? Shark, Hai, rau, rau, gewiss beißen. Do you know how fast they can swim in km/h? How fast is shark? If we want to what do you guess just for interest, but because we are thinking around? Okay. Thanks. Sie meint, ja. Aber ich glaube, sie hat es gesagt, damit wir sie einfach in Ruhe lassen. Sie hat einmal gesagt, 50. Bringt uns gerade gar nichts. Okay. Ja, okay. Also wie schnell ein weißer Hai. Okay, liebe Freunde, ich habe eine Antwort. Hast du auch eine? Ich habe auch eine. Sie ist angelehnt an der Rezeptionsdame. Moment, ich muss sagen, es steht gerade 1-1. Ja, es geht jetzt um Es geht hier um 60. Oh, shit. Das ist schon close, Alter. Die richtige Antwort lautet... Das hat so plötzlich so mega vibriert. Freunde, die Antwort lautet 60. Was? Unglaublich. Echt jetzt? Die Rezeptionsdame hat dann voll... Es war so ein Medium. Mega, Mann. Danke. Aber dann steht's 2-1, ne? Ja. Aber du kannst noch gleich ziehen, aber Insta-Battle. Hey, Insta-Battle. Freunde, vielleicht springt der Jengole. Hallo? Hallo, ja, thanks. Boom! So. Willkommen zur Runde 3, Freunde. Es ist sehr windig. Ich hoffe, man hört uns. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Aber was machen wir? Wir bauen jetzt ein paar Sandburgen für die dritte Runde. Ja, denn wie kann es anders sein fürs tolle Finale? 2 Minuten Zeit, die bessere Burg gewinnt. Let's go! Sind jetzt um und wir schauen jetzt mal die Burgen. Hier ist meine, ich habe so eine mittelalterliche Dreiecksburg gebaut. Ja. Ich habe den Kölner Dom gebaut. Schau mal, hier ist das riesige Tor. Hier sind diese Zwillingsschwitze. Oh. Yeah. Freunde, schreibt rein, welche Burg ihr besser fandet. Ja. So,
liebe Freunde. Wir sind zurück vom Beach. Das haben wir den Tag drauf gedreht, damit wir schönes Wetter haben. Jetzt lösen wir aber auf. Entweder Jengis kann gleich ziehen und wir spielen Schere, Stein, Paper. Oder das war's für einen Jengolen. Oh. Ich glaube, das war's. Wenn du verlierst, musst du sofort reinspringen, ohne zu zögern. Ich muss ja, ja, schmeiß weg einfach. Lass die Zahl einfach direkt vorlesen. Ja, okay. 3, 2, 1. 49.000! Oh! Oh, was? Oh, Scheiße! Oh, mein Gott! Oh, Leute! Freunde, Jengis opfert sich auf. Er braucht erstmal ein Handtuch und wir verabschieden uns von heute für euch. Das war das nächste Mal. Eine sehr schöne Folge. Ja, vergesst nicht Dienstag. Nee, Quatsch, was rede ich? Alles falsch, was ich gelacht habe. Scheiß drauf, ciao!